Was macht die Copper Challenge so besonders? Das ist eine gute Frage, denn die Verbindung eines einzigen Weines, denn des Weines einer einzigen Weinbauregion mit Speisen, die ist ziemlich ungewöhnlich. Und es gibt wirklich eine so starke Fokussierung eines Weines auf einen Wein, auf den sich die Köche einlassen müssen und die Sommeliers, und das zusammen ergibt ein unheimlich spannendes, sehr fokussiertes Ergebnis. Also Sherry sollte viel mehr wieder ausgeschenkt werden, weil Sherry erstmal hochprozentig ist und weil Sherry ein ganz tolles Pairing ist zu Speisen. Das ist sehr entscheidend. Das passt sehr gut zu unterschiedlichen Gerichten. Sherry ist sehr vielfältig und ich glaube, das ist eigentlich schon alles, was ich zu sagen habe. Für mich war das spannendste Pairing tatsächlich unser zweites Pairing, also der Hauptgang, weil es einfach die Macht von dem Sherry als Essensbegleiter gezeigt hat. Und für mich war natürlich Dessert ein bisschen aufgefallen, Komponenten Lila Mais, geräucherte Apfel. Aber wie gesagt, hat sich, glaube ich, gelohnt. Haben wir probiert, wir waren zufrieden. Ich glaube, die Jury auch, und deswegen sind wir happy. Ich denke nicht, dass wir mit irgendeinem Gericht wirklich Schwierigkeiten gehabt haben. Es war sicherlich so, dass wir uns mit den Gegebenheiten hier irgendwie arrangieren mussten. Dennoch können wir sagen, danke dir auf jeden Fall, es hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben jedes Gericht so rausgekriegt, wie wir es uns vorgestellt haben und auch trainiert haben. Wir haben den Paolo Cartado probiert, bevor wir das Dessert quasi gemacht hatten, und haben uns gedacht, boah, es wird schon eine Herausforderung, aber zum Schluss hat es halt da so wirklich super gut geklappt. Also. Wir haben dann das Glas gewechselt und auch die Temperatur erhöht, und dann war es perfekt. I think that in general the level is very good, in fact, and we are experiencing very good pairings, and the teams are making a good effort, and they know very well the wine. And they have done a very good work. Copa Jerez, das macht richtig Spaß und bringt tolle Kombinationen ins Glas und auf den Teller. And the winner of the third, Dominic Redon und Matthias Bartelmes. Es gibt natürlich einen zweiten Platz. Hans Lange und Felicitas Putman. Herzlichen Glückwunsch, Daniele und Gabriele Tortomasi. Ja, wir möchten uns zuallererst bei der Nuria und bei der ganzen Veranstaltung von der Copa jetzt bedanken, dass wir mitmachen durften. Es ist für uns eine riesengroße Ehre, jetzt nächstes Jahr nach Barcelona zu fahren, dort gegen die besten Teams zu kämpfen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir möchten auf jeden Fall Danke an die anderen Teams sagen. Jeder hätte es verdient. Wir waren alle auf dem gleichen Niveau. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ich möchte mich bei Familie, bei meiner Freundin Oscar De Matos bedanken, die mich alle so unfassbar unterstützt haben. Mario Aliberti, und ja, ich hoffe, ihr unterstützt uns genauso wie heute auch. Dankeschön. Auch von meiner Seite aus bin ich mega glücklich, dass es jetzt so gekommen ist. Mega lang gelernt, trainiert, meiner Frau ein bisschen auf den Sack gegangen, weil ich eher gelernt habe, wie ins Bett zu gehen. Meinem alten Chefsommelier, Herr Kaiser, möchte ich einen riesengroßen Dank aussprechen, und ich bin froh, wir werden Gas geben.